Hallöchen und willkommen zurück beim Kerbal Space Programm. Ich habe jetzt hier, hat eine Weile gedauert, doch noch so ein Orbit gefunden, den wir fliegen können, um dann heranzukommen. Wir müssen halt 824 Meter pro Sekunde Schub geben. Ab dem Punkt. Es könnte knapp werden mit unserem Treibstoff. Schauen wir mal. Wir dürfen den Punkt jetzt echt nicht verpassen. Sonst klappt das nicht mehr. Können wir mal speichern. Haha. So. 4 Minuten noch. 3 Minuten. 2, 1. Okay. Lassen wir die Sekunden noch runterlaufen. Da darf jetzt nicht so viel schief gehen. Das wäre mir ganz lieb. Okay. 20 Sekunden. Und drehen wir schon mal unser schönes Schiffchen. Und dann können wir zumindest noch nahe an Eve ran, hoffe ich doch. So, 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2, 1 und Schub! Hoffentlich reicht unser Treibstoff. Sieht's gut aus. Ja, geil, hat gereicht. Ha, bisschen haben wir sogar noch. Ach, guck mal, weniger verbraucht als gedacht. Super, geile Sache. Schaffen wir doch noch das Rendezvous. Juhu. So, geil, gleich fängt uns Eve ein. Sehen wir den schon? Scheiße, ich weiß jetzt nicht, wo ich hier hingucken muss. Das hier oben ist Eve. Was hier ringsrum noch greift, das ist Gilly, sein Mond. Sehen wir den Planeten denn wenigstens irgendwo? Scheiße, ich weiß gerade nicht, wo ich gucken muss. Nee, ich sehe ihn gerade nicht. Halt. Nicht, keine Zeitbeschleunigung. Kann ich jetzt hier irgendwie nochmal... Nö. Crew Report, können wir nochmal ein? Ja, 25, geile Sache, senden wir zurück. Ja! Und einen EVA Report kriegen wir doch mit Sicherheit auch noch raus, oder? Halt dich fest. Oh, wow. German? Hallo? Kleine Profilneurose? Die Steuerung ist gerade ein bisschen verkehrt, weil das Raumschiff so komisch liegt. So. Lass mal wieder festhalten. Alter, willst du mich verarschen oder was? Hoch und runter ist gerade ein bisschen verdreht. Okay, dann halt, ich kann den guten gerade nicht wirklich so jetzt nach links drehen, wisst ihr, wie ich meine? Ja, Gott sei Dank. EVA Report, geil, 40. Ja, können wir auch direkt lossenden. Coole Sache. Da machen wir 100% der Daten gut. Das ist natürlich nicht schlecht, das ist eine ganz feine Sache. Und hier, was sagt denn der Goo-Container? Ach komm, den resetten wir einfach mal. 50. 15, wenn wir sie senden. Das machen wir dann. Ach scheiße, können wir da noch ein bisschen näher ran? Oh. Wir können es zumindest versuchen. Fliegen wir bis zur... bis zum Punkt halt, bis zur Periapsis und Apoapsis zugleich in dem Fall.
versuchen wir es einfach mal. Gehen wir mal den Rest vom Treibstoff noch in den Orbit. Vielleicht kommen wir doch noch näher ran. Ich würde ihn halt gerne sehen und auch euch zeigen. Scheint ein kleiner Planet zu sein, oder? Im Vergleich zu dem Mond? Oder sieht das nur so aus? 1000 nochmal gut machen. Das ist viel. Na doch, das reicht. Das schaffen wir. Passt mal auf, das kriegen wir hin. Nanu, wieso bewegt sich unsere Linie hier nicht? Oder, ach doch, doch, jetzt ganz, ganz langsam. Ach Gott, erst im letzten Moment, oder was? Ha, da geben wir gleich noch mehr Schub, dass wir da näher rankommen. Ein bisschen haben wir ja noch. So. Ha. Geile Sache. Kommen wir doch noch deutlich näher ran, als ich gedacht habe. Ja, und hier oben machen wir das dann auch noch geringer und dann haben wir den dort im Orbit. So. Ha. Ja, wo ist er denn? Ich will erstmal eigentlich... Ah, okay, machen wir später. Geht gerade eh nicht. Da ist Eve. Da oben. Seht ihr das? So ein bisschen lila angehaucht. Pink, lila. Wo ist denn der Mond Mohu? Der müsste... Halt. Der müsste da hinten sein. Da irgendwo. Wer weiß. Wir machen den Orbit noch ein bisschen kleiner. Ja, komm, mach jetzt nicht wieder so eine Faxen. Es geht jetzt relativ schnell. Oha, wir haben echt nicht mehr viel Treibstoff. Das ist jetzt wirklich so gut wie aufgebraucht. Ach Gott, so ein kleines bisschen haben wir noch. Okay, dann verschleudern wir das auch noch. Jetzt haben wir wirklich keinen Treibstoff mehr und wir sitzen hier fest. So, wo ist denn Eve? Eve. Da ist Eve. Näher kommen wir leider nicht ran. Ist ein bisschen schade. Ich kann aber mal unser Raumschiff drehen, damit ich nachher nicht so eine Probleme habe wie vorhin, wenn ich mit dem German Kermin da aussteige. Genau so. So müsste es dann auch besser gehen. Okay, resetten wir den Goo-Container nochmal. Was kriegen wir denn hier? 50, 15. Boah, das ist ja mies, ey. Das ist ja nichts. Ein Crew Report auch nicht nochmal. Wir könnten ja mit dem Monopropellant uns hier runter. Seht ihr, da hätten wir nochmal was mitnehmen können vom Monopropellant. Scheiße, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ha. Huh. 15, ich glaube genau das haben wir schon. High over Eve und dann müsste das hier drüben das gleiche sein. Bei Space High over Eve, genau. Komm noch mal raus, mein Guter. Hey, na, der spinnt wieder so rum. Seht ihr das? Mach mal Licht an. Eva Report gibt's auch nicht noch mal. Scheiße. Wir holen uns mal die Daten hier raus. Ja, nimm's mal mit. Die andere Seite nehmen wir auch mit, obwohl es das gleiche ist. Wird er dann nachher sagen, nö, ich nehme bloß eins mit. Huch, ein bisschen zu weit. Ja, ist gar nicht so einfach, wenn man alle Richtungen, nicht nur vorwärts, rückwärts, seitlich, sondern auch noch nach oben und nach unten,
bedienen muss. Und man nicht will, dass der Kleine irgendwo gegen das Modul stößt. Ach so, ja, okay, jetzt hat es uns angezeigt, das war jetzt tatsächlich... Oh, 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 Sonnenkollektor erwischt, ja. Nicht kaputt gegangen, auch nicht schlecht. So, mach dich mal wieder ran an dein Gefährt. Tja, haha, das kann weg. Da senden wir die halt auch einfach zurück, ist egal. Dann kriegen wir da nochmal 15 Punkte, das war jetzt wirklich nicht so erfolgreich. Wir haben es zwar tatsächlich noch irgendwie in die Umlaufbahn geschafft, aber mehr ist nicht. Naja, gut. Stellen wir uns einfach vor, dass hier unten ist alles voller Essen, dieser Riesencontainer. Da hält der mindestens 5 Jahre aus, bis wir vielleicht mal wieder hierher kommen und den Guten abholen. World Flight machen wir nicht. Wir kehren zum Space Center zurück. Wir lassen den jetzt erkreisen, bis er alt wird. Ja, ein paar Daten konnten wir halt mitnehmen. Hund halt. Ach doch, wartet mal. Rover 2 Debris, den wollten wir doch nochmal entfernen. Genau. Was können wir noch? Was haben wir? 122. Das sind ganz kleine Booster, die sind auch nicht verkehrt für einen Landevorgang. Oder wollen wir mal mit einem Rover auf Moon landen? Könnten wir auch machen. Achso, das war mit Rover. Ja, ja, das ist schon eine super Aktion gewesen. Ne, wo ist denn der andere? Der hier. Das könnten wir auch für Moon verwenden. Wollen wir nochmal auf Moon landen? Können wir eigentlich machen. Da kriegen wir bestimmt noch mal dort auf dem Nord- oder auf dem Südpol. Da kriegen wir mit Sicherheit nochmal ein paar schöne Daten. Da könnte ich mir aber vorstellen, wird es ein bisschen schwieriger mit der Rakete, denn die wiegt ein bisschen mehr und hat ein bisschen mehr Gravitationskraft als Minmus. So, aber was wir nicht vergessen, wir nehmen mal die Sachen noch mit. Die brauche ich jetzt hier oben drauf, dann können wir die nachher leichter entnehmen. So, noch was? Doch, das Ding wollte ich auch noch mitnehmen. Allerdings hier von Körben die Daten nehmen. So, bla bla bla, der Rest. Das haut so weit hin. Halt, noch ein Gu-Container. Ha. Hier oben dran? Nee, da sind wir dann nachher zu schwer, wenn wir landen wollen. Oder, warte mal, was wiegt denn so ein Teil? 0,15. Was wiegt die Landekapsel an sich? 0,84. Nee, die bauen wir nicht da oben dran. Die bauen wir schon hier unten irgendwo hin. Ach komm, ist egal, dann bauen wir die mal so schräg dran. Gefällt mir zwar nicht, aber... Warte mal. So. Ja. Was soll's? Gut, machen wir uns nochmal auf den Weg zum Moon, holen uns da noch ein paar Daten ran. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los in 3, 2, 1 und Liftoff. Alter Schwede, das ist gerade laut, oder? Ah, ich gehe mal ein bisschen zurück. Sorry, falls es euch gerade die Boxen auseinandergehauen hat. Bei Moon waren wir ja auch lange nicht mehr. Meine Güte, ist das lange her. Wir haben ja noch den... genau, das Mondlandungsmodul. Oh, guck mal, hier oben ist ein schöner, großer Krater. Aber wie gesagt, wir versuchen mal richtig oben auf dem Nordpol diesmal wirklich zu landen.
erste Stufe ist gleich wieder ausgebrannt. Und die zweite startet. Erstmal verlieren wir wieder Geschwindigkeit, geht aber gleich weiter. Ich glaube, die Triebwerke sind im ersten Moment zu gering. Was hängen da für welche dran? 650. Naja, es geht wieder bergauf. Müssen wir noch die Rakete umbenennen vom German Kerman. Den haben wir eigentlich jetzt dabei, Nearward Kerman. Okay, den hatten wir, glaube ich, hatten wir den schon mal mit? Ich glaube nicht. Da guckt auch ein bisschen, naja, nicht so optimistisch. Würde ich auch nicht. Der hat bestimmt erfahren, was mit dem German passiert ist. Der ist wahrscheinlich jetzt 8 Millionen oder 800 Millionen Meter von zu Hause entfernt. 50 Millionen Kilometer oder sowas. Weiß ich nicht, wie weit die Entfernung zu Eve ist. Wie hoch sind wir? 39 Kilometer. Ich drehe uns mal ein bisschen. Ja, da machen wir wieder einen kleinen Orbit um Kerbin. Und dann geht's Richtung Moon. Moon. Guck mal hier. Auch ein schöner Krater. Wenn man da mal landen könnte, wäre bestimmt auch super. Gibt es vielleicht so ein kleines Secret oder so? Weiß ich gar nicht. Bisschen schade, dass das Spiel nicht von sich aus höher aufgelöste Texturen anbietet, also mehr. Also vom Planeten her allgemein oder diese Wolkenmod. Das frisst schon ein bisschen mehr Ressourcen, aber es geht eigentlich, wenn man also die mittlere Modstufe wählt, ist das eine ganz feine Sache. Nur irgendwie mit der Aufnahme hatte das ja mal Probleme gemacht, deswegen ist sie derzeit noch nicht drin. Ich müsste es vielleicht einfach nochmal testen, weil das wirklich sehr hübsch aussieht, wenn man da beim Start durch die Wolkendecke bricht. Da kann man sich schon mal ein Auge holen, also das macht keinen schlechten. Wie sieht's denn aus? Schub haben wir noch genug dabei. Na komm schon. Okay, da kommt der Orbit langsam, aber stetig. Soll erstmal reichen. Okay, Moon, komm mal her. Wir schießen hier raus. Der kommt hier rüber. Vielleicht schaffen wir es, den hinten noch irgendwo abzufangen. Ich glaube es nicht. Weil wir mindestens... Warte mal, ich fliege mal eine Runde. Mindestens hier irgendwo frühestens den erreichen können. Ja. Müssen wir da am besten. Ach, guck mal. Das wäre optimal, wenn wir da so ein bisschen drauf zukommen. Das ist ja super. Dann machen wir das auch so, oder? Besser können wir es eigentlich fast gar nicht beim ersten Anlauf hinkriegen. Rakete, beweg dich mal, die lässt sich gerade sehr schwer steuern, weil wir natürlich noch, ach scheiße, müssen ein bisschen Schub geben, weil wir noch viel Ballast dran haben. Ich gebe jetzt einfach mal Schub. Je mehr Schub ihr gebt mit den großen Triebwerken oder mit den vielen Tanks noch dran, desto besser bewegt sich dann im ersten Moment auch noch die Rakete. So, jetzt kommt gleich der kritische Punkt, da müssen wir uns schnell abwerfen. Sehen wir es mal von hinten. Und ein bisschen vorsichtig sein. Oh. Verstehe. Dadurch, dass wir vorhin ein bisschen komisch Schub gegeben haben, müssen wir das nochmal ein bisschen korrigieren. Ich fliege erstmal raus von Kerbin. So.
Halt. Das war schon wieder zu viel. Ja, okay, so hätte ich es dann doch gern. Das wäre mir ganz lieb, wenn das so funktioniert. Nur noch mal ganz, ganz wenig geben, Gegenschub geben. Ja, schön, wenn man noch so viel Sprit an Bord hat, dann weiß man, das klappt auch. Nicht wie letzte Folge mit Eve. Es ging ja dann noch halbwegs irgendwie gut. Ein paar kleine Daten konnten wir noch mitnehmen, aber es war jetzt nicht genau das, was ich mir so gewünscht hatte. So, danke, das reicht mir. Ja, wunderbar, sieht doch ganz gut aus, fliegen wir hin. Lassen wir uns einfangen von Moon und dann gucken wir uns einen Landeplatz raus. Da kommt er, was hat denn der hier für einen Knick drin, das ist ja lustig. Ah ja, super. Na, das sieht doch schon mal gut aus. Okay, dann drehen wir die ganze Sache. Zack. Und so. Wir könnten natürlich erstmal in Orbit fliegen. Halt, wartet mal, machen das anders. Okay, wir gehen dann doch erstmal in Orbit. Ein bisschen sicherer, als wenn ich jetzt hier gleich versuche, auf dem Nordpol zu landen. Gut, da haben wir das. Da müssen wir irgendwie da oben hinkommen. Und jetzt müssen wir ein bisschen nicht versuchen zu tricksen, aber ich versuche das erstmal. Haut das so ungefähr hin, ein bisschen noch, oder? So würde ich sagen. Dass wir dann da irgendwann mittig einfach runtergehen können. Um dann hier oben, hier müsste der Nordpol sein, wo sich der Schatten teilt. Hier so, dass wir da dann irgendwo runterkommen. Dafür müssen wir aber erstmal Schub geben. Los in 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1, Schub. Die muss ich jetzt erstmal richtig angleichen, die Bahn. Da müssen wir eventuell dem blauen Kreuz hinterher gehen. Obwohl, nö, es geht, es geht. Ist nicht so viel. Ein bisschen noch. Ja, wunderbar, geile Sache. So, schick. Ach, das sieht doch gut aus vom Treibstoff her, einwandfrei. Wir können uns ja schon mal ein bisschen annähern. Wo würden wir denn runterkommen, wenn ich gleich versuche? Da oben würde ich halt denken, hier so ungefähr, wisst ihr? Dort. Da ist wahrscheinlich sehr uneben und überhaupt nicht landbar oder so. Aber ich würde es gerne probieren. Genau das machen wir jetzt auch. Ruhig immer jeden Schritt schön abspeichern mit einem kleinen Quicksave auf F5. Und wenn es dann nicht klappen sollte, einfach kurz 3 Sekunden oder so F9 halten. Und dann lädt das wieder von der Stelle, wo ihr gespeichert habt. Okay, weiter geht's. Schub. Bisschen noch. So. Ey, guck mal, der dreht sich tatsächlich genau dort um die Achse. Gut getroffen. So, jetzt dürfen wir nicht vergessen, dann irgendwann auch abzubremsen. Huch, jetzt sind wir aber schon schnell. Nanu.
Na, dann drehen wir uns mal. Oh ja, ich denke, das wird ganz gut. Wobei... Naja. Es wird schon irgendwie funktionieren. Wird schon noch... Weil wenn wir jetzt Gegenschub geben, dann kommen wir halt wieder ein bisschen vorher runter. Oder? Es geht. Ich gehe jetzt nicht komplett auf 0 runter, aber so 250, 300 höchstens. Lassen wir es erstmal so. Wir können ja nochmal kurzen Sprung nach hinten machen, dass wir da nicht komplett an der Rotationsachse vorbei. Warte mal, wir müssen eh ein bisschen weiter hier rüber, sehe ich gerade. Das ist gar nicht so verkehrt. So. Wunderbar. Ja, ich sehe schon, das klappt langsam wieder. So. Fein. Und da können wir jetzt auch noch mal ein bisschen Gegenschub geben. Wo müssen wir denn hin? Da oben müssen wir hin. Na, komm schon. Auf dem Moon Nordpol bin ich noch nie gewesen. Das ist auch für mich eine Premiere. Müsste reichen. Den Rest können wir dann nachher entgegenwirken. Wir fliegen jetzt erstmal wieder ein Stückchen näher ran. So. Okay, jetzt müssen wir uns langsam trotzdem schon mal wieder ein bisschen verlangsamen. Jetzt kommen wir wirklich gut auf den Nordpol. Stoßen gleich noch die Stufe ab. Reduziere erstmal auf annähernd 0. So, dann lassen wir uns wieder ein bisschen fallen. Und, oh, Alter, fuck, was zur Hölle ist denn hier für ein... Ohohohoho. Was ist denn das für ein Gelände, Alter? Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, ob wir das wirklich machen sollen. Ich speichere jetzt hier mal. Ich stoße das jetzt hier mal ab. Fahre hier mal die Landestützen aus, die hier oben natürlich nicht. Mann, ich hätte dafür auch einen Shortcut legen sollen, als wir den gebaut haben. Können wir ja noch machen. Den werden wir wahrscheinlich noch öfter verwenden, den Lander. RCS haben wir hier auch dran, oder? Ach Gott sei Dank. Na, RCS macht hier leider nicht so viel aus. Wir müssen mit einem normalen Schub korrigieren. Ich kann mit den Dingen leider gerade überhaupt nichts anfangen. Ich nehme den normalen Assistenten. Boah, Scheiße. Ey, fuck, wo sollen wir denn hier landen? Hohoho, das ist ja übel. Oh, Gott sei Dank. Oh, das war die alte Stufe. Ich weiß gerade echt nicht, haben wir Licht dran? Nein, natürlich nicht. Also das hier, also hier können wir schon mal nicht landen. Das sehe ich doch schon. Hier ist es sehr schräg. Ich drehe mal die Bude erstmal. Halt, andere Richtung. Dass wir da unten landen. Irgendwie. Alter, was ist denn das für ein Gelände? Leck mich am Arsch. Das sieht schon geil aus. So, erstmal ein bisschen hier rüber, dass wir hier unten irgendwo landen. Ich sehe da halt nicht viel, aber dort, wo der Stein liegt irgendwo, hoffe ich, dass es da einigermaßen gerade ist.
speichere jetzt hier auch noch schon nochmal wieder, auch wenn wir die andere Stufe nicht mehr haben. Das dachte ich mir, da ging es ja noch viel weiter runter, als es aussah. Okay, ich gehe mal hier ein Stückchen weiter rüber. Hier drüben war irgendwo so eine... Ja, so was Landbares nenne ich es jetzt mal. Was haben wir uns da eingebrockt, oder? Ich kann den Schub leider nicht ganz so fein abstimmen, wie ich es gerne würde, dass wir so ein bisschen schweben, dass ich mit den RCS-Düsen hier rumhantieren kann. Na, jetzt geht's gerade. Komm, wir fliegen mal da dahinter. Nicht so einfach. Oh Gott, nee, ey. Huch. Hier schon landen? Ich glaube nicht. Hier unten sieht es mir immer noch sehr uneben irgendwie aus. Mist, ich hätte ein Licht nach unten anbauen sollen. Ich hoffe doch, dass es jetzt nicht für umsonst ist, dass es uns auch ein bisschen was bringt. Tief im Krater. Unten kommen wir an, guck mal, seht ihr das? Ich kann so nicht landen, scheiße. Oder? Können wir? Können wir? Nein, wir kippen um. Ah, da hätte ich ungefähr landen wollen, aber das ging nicht. Wenn ich jetzt hier Schub gebe, können wir da irgendwie rausgeschoben? Das geht tatsächlich. Können wir uns gerade drehen? Das wäre super. Ich versuche jetzt mal hier irgendwie... Ja, ja, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Nein, das reicht nicht. Können wir uns so ein bisschen drehen? Dass wir vielleicht doch noch landen können. Ja, komm, 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 komm. Ich gebe nochmal ein bisschen Schub, dann rutschen wir hier halt erstmal so ein bisschen rum. Können wir uns aufschaukeln? Auch nicht. Können wir da hochrutschen? Dann rutschen wir halt da hoch. Ich hätte aber gerne hier unten gelandet. Oder ich wäre gerne hier unten gelandet. Ja, jetzt kommt er. Jetzt, ja, komm schon, komm schon, komm schon, ein bisschen noch. Damit vielleicht... Ah, komm schon. Ach Mist, es klappt nicht. Dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Halt. Doch, wartet mal. Das Ding können wir niemals hier landen. Ey, das können wir vergessen. Zumindest nicht auf konventionelle Art und Weise. Zählt das als Landung? Nee, zählt natürlich nicht. Scheiße, weiter. Müssen wir irgendwie... Weiß ich auch nicht. Um Gottes Willen nicht da runterrutschen. Schon gar nicht mit der Nase voran. Boah, Nilrod. Ihm gefällt's aber.
Der wusste genau, was für eine Scheiße auf den drauf zukommt. Er hat von Anfang an gesagt, nee, ich will nicht. Haltet, lasst mich da raus. Ich weiß, was ihr vorhabt. Nicht mit mir. Ah, verdammt Scheiße, ich hab's gewusst. Müssen wir nochmal landen? Sorry, das machen wir jetzt so lange, bis es klappt. Ich hätte das Ding echt gern in dem Krater da unten. Ich sehe da aber leider nichts. Wisst ihr, was das Gute ist? Das ist dann eine von diesen Aktionen, an die man sich dann doch wahrscheinlich länger erinnert. Scheiße, wir krachen hier gleich irgendwo dagegen. Schub, 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 schub. Oh, Gott sei Dank. Wir probieren es nochmal. Wenn es jetzt nicht klappt, versuche ich es offscreen zu machen. Das ist wirklich, wirklich nicht einfach. Haben wir echt kein Licht dran. Scheiße, Mann, das kotzt mich an. Wie viel Monopropellant verbrauchen wir denn eigentlich hier? Es geht. Haben noch ein bisschen. Was? 260 haben wir noch mit? Oh, das ist ja mies. Ey, das kommt mir vor wie die Reise zum Mittelpunkt der Erde, ohne Scheiß. Stehen wir? Nein, guck mal, wir haben es knapp verfehlt. Hier links hätten wir landen müssen, dann... Ach, F dich. Scheiße. Ah, komm schon, das schaffen wir noch. Irgendwie... Eigentlich müssten wir doch nur noch von hier, oder? Halt. Muss doch hier unten, muss doch das Loch irgendwo sein, wo ich hin möchte. Halt, wieder ein bisschen Schub geben, dass wir da nicht... Die RCS-Düsen, die machen halt auf dem Mond nicht so viel aus, ne? Wie gesagt, die Anziehungskraft ist hier größer. Mann, jetzt flieg dahinter, du Affe. Nilrod, mach gefälligst das, was ich dir sage. Haben wir uns natürlich den geilsten Krater rausgesucht, wo wir absolut nichts sehen können. Das Problem ist, ich habe gerade beide Hände auf der Tastatur, einmal WASD und IJKL. Ich würde gerne noch eine dritte Hand haben oder jemanden, der mir hier die Maus bedient, dass ich immer mal gucken kann. Nicht dahin. Oh, bringt mich zur Weißglut. Oder können wir den hier landen oder ist es hier auch zu... Du Scheiße, Mann! Oh. Reicht das oder kippt der weg? Der kippt weg, dieser fiese Drecksack. Ah, okay, ich schneid's rein. So, da bin ich wieder. Ich hab's noch einige Male probiert, da unten zu landen. Das war der gerade. Hier direkt hier unten. Ich habe es echt nicht auf die Reihe gekriegt. Bin dann ein Stück hier hoch geflogen und gleich auf der Seite gelandet. Speichern wir direkt erstmal. Das war ein Krampf. Also selbst hier hat es ewig gedauert. Bestimmt 7-8 Anläufe. Okay, dann gucken wir mal, ob sich's gelohnt hat. Ob wir hier wenigstens nochmal 40. Okay, das ist ja schon mal was. Dann hatten wir doch hier irgendwo mit diesem Seismometer 80. Geile Sache. Thermometer.
32 Crew Report 20. Das wird nichts machen. Vakuum, ach komm schon, nimm doch die Vakuumdaten wenigstens mit. So, da holen wir den jetzt raus. Und jetzt, wir können ja mit dem da runterfliegen. Was haltet ihr denn davon? Ich sammle erstmal die Daten ein. So. Moment. Ich nehme das mal mit. Und dann erstmal dein Jetpack klar machen. So, hüpfen wir hier runter. Na. Will nicht. Mach mal dein Licht an. Das ist hier sonst zu dunkel für die Leute, die das angucken. Oh. Du Spacko. Jetzt hat er das Ding resettet. Mann, was ist denn heute los? Wir nehmen jetzt hier erstmal eine Probe. 120. Jawohl, Eva Report. Geile Sache. Rein mit dir. Denk nochmal drüber nach, was du eben gemacht hast. Ja, bla bla bla. 40, super. Raus mit dir. Kannst du gleich nochmal das Ding holen. Ist halt jetzt das Problem, die hängen relativ... Ah ja, so ist natürlich umso besser. So, die liefern wir jetzt hier nochmal ab. Und dann versuchen wir mal darunter zu geleiten. Erstmal wieder rein. Speichern nochmal. Das Ding bewegt sich so ein bisschen eigenartig. Und dann gehen wir raus und fliegen mal darunter. Das sieht schon sehr geil aus hier oben mit den Bergen und so weiter. Alter Schwede, nicht schlecht. Wie gesagt, das Jetpack verhält sich hier auch deutlich anders als auf Minmus. Runter müssen wir theoretisch nur gleiten. Ich hoffe, das reicht vom Monopropellant her. Bin mir nicht sicher. Puh. Ich glaube, in keinem anderen Spiel sage ich so oft, ich bin mir nicht sicher oder ich weiß es nicht, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt hier. So, jetzt erforschen wir aber das vielleicht sogar der tiefste Punkt hier ringsrum, weiß ich nicht. Schon wieder. Bremst doch schon mal bitte ein bisschen ab, damit ihr nicht... Ich bremse schon die ganze Zeit ab, aber da wird nicht großartig langsamer. Doch, jetzt geht's. Jetzt ein bisschen. Müssen noch ein bisschen runter. Oh. Hier hinter uns ist schon die Wand. Und hier ganz unten müsste irgendwo der tiefste Punkt sein, oder? Die Lichter sind an. Irgendwann sehen wir was. Ja, da kommt sie. Ja. Ha. Können wir sogar durch die Textur schauen. Geile Sache. Ganz unten angekommen. Ach so, das ist das gleiche. Schade. Oder? Obwohl, wenn wir nochmal einen Eva-Report nehmen können, sind vielleicht doch nochmal andere Daten. Super. 800 Meter in die Höhe. Das geht. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir so gut dastehen. Naja, umso besser. Meine Fresse, was für eine Aktion, oder? Ich dachte mir, komm, fliegst du zum Pol, landest die Kiste, ist eine 25-Minuten-Folge. Das war vor 20 Minuten, möchte ich kurz anmerken. Aber super, dass es dann so wenigstens noch geklappt hat. Ich wollte dann trotzdem unbedingt da unten hin. Dann dachte ich mir, ach komm, scheiß drauf. Dann landest du das Teil hier oben und fliegst dann so mit dem kleinen Nearbot da runter. Da freut er sich bestimmt drauf. Da hat er Bock drauf. Wir können ja nochmal da hochfliegen. Auf den Berg. Oh, ein bisschen abbremsen. Ja. Mal hier rein. Vielleicht sind es ja tatsächlich nochmal andere Daten. Gib das Ding nicht um, sonst läufst du nach Hause. Ah, verdammt, schade. Waren leider keine anderen Daten. Aber wir haben gut was dabei, oder? 40, 32, 72, 152, 272, 304, 344. Cool.
Naja, sieht doch gut aus. Ich speichere hier nochmal. Ich verabschiede mich jetzt erstmal bei euch. Muss mir erstmal wieder die Schweißtropfen von der Stirn wischen. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Haut rein!